So, Herr Bamberger, wie immer, gell? Wie immer, selbstverständlich, Chef. Alles klar, machen wir wie immer. Ja, klar, machen wir das, gell? Das passt schon. Ich tu ihn dann gleich noch ein bisschen aufpolieren, gell? Alles klar, wunderbar. Vielleicht soll ich mir gleich noch das Öl wechseln, oder was? Ah, jetzt schauen Sie mal her. Da, das ist so eine Vignette. Das ist so eine Österreich-Vignette, gell? Das werden Ihr Ziel gar nicht wissen, was das ist, gell? Ich hab's auch lange nicht gewusst, gell? Ich hab immer gesagt, ja, wenn die Österreicher Vignetten fressen wollen, nicht, dann sollen sie sich jetzt selber welche kaufen. Dann hat meine Frau gesagt, Vignetten, du Depp, nicht Vinaigrette. Vinaigrette, das ist ja so eine Salatsauce, gell? Ah, Gott sei Dank, mit Vinaigrette. Na, jetzt aber im Ernst. Ja, sagen Sie mal, bezahlen, damit man in Österreich auf der Autobahn fahren darf. Ja, die haben doch einen Vogel. Ja, die sollen doch froh sein, wenn überhaupt einer da rüberfährt. Nicht bezahlen, damit man auf der Autobahn fahren darf. Ja, was denn noch? Sollte man jetzt da drüben auch bezahlen, damit man mit dem Radl auf dem Radlweg fahren darf, oder? Oder wahrscheinlich kostet es dann in Österreich auch was, wenn man es gewandt. Ein bisschen lüften. Nicht? Das wird jetzt wahrscheinlich auch was kosten. Oder wenn man einen fahren lässt, gell? Pff, 57. 7,50 Mark für einen Schuss. Das waren ja bei mir pro Tag an die 300 Mark. Ja, stell dir mal das vor. 300 Mark. Ich möchte gar nicht wissen, was das in Schilling ist, gell? Das sind, rechne mal einmal schnell durch, das sind 300 mal 7, eins im Sinn. Ein Haufen Geld. Ich muss mir vorstellen, und wenn jetzt einer da, was weiß ich, von mir aus ein bisschen was halt so am Darm hat oder was so blähungsmäßig, gell? Du, dann kann der gleich Konkurs anmelden, gell? Aber wenn es bloß das Geld wäre, verstehst du, dann tat es ja noch gehen. Dann tat es ja noch gehen, aber die sperren die ja ein. Wie das am Anfang war, da mit den Vignetten, da haben sie eine Frau aus Bayern eingesperrt, weil sie nicht zahlen noch können. Musst du dir mal vorstellen, die jetzt einfach einsperren. Einfach einsperren. Nein, aber sie sehen schon, gell? Ich sage ja immer Vignetten. Ich sage nicht Pickerl. Ich mag das nicht. Pickerl, ich mag diese Verniedlichungen nicht. Ehrlich, ich finde, man soll zu allem sagen, wie es auch tatsächlich heißt. Gell? Auf alle Fälle. Das sollte man auf alle Fälle machen. Nicht? Ich sag zum Beispiel auch Lastwagen. Gell? Und nicht Brummi. Gell? Brummi, so ein Schmarrn. Hildegard, Hildegard. Gell? Dein Mann, der ist ja von einem Brummi überfahren worden. Gell? Ach so, von einem Brummi. Ja, da kann ja nicht allzu viel passiert sein. Gell? Nein, es ist, aber das Schärfste ist er, das Allerschärfste ist er, du bringst ja diese Vignetten nicht mehr weg. Da schauen Sie, die bringst du nicht mehr weg. Die gingen nicht mehr weg, never. Aber du musst sie wegmachen, weil du darfst nicht zwei gleichzeitig auf der Scheibe haben. Das heißt, du musst jetzt, wenn du in Österreich warst, nach jedem Österreich-Besuch eine neue Windschutzscheibe einsetzen lassen. Gell? Weil du darfst keine zwei Vignetten drum haben. Weil wenn sie dort erwischen, dann musst du bezahlen. Gell? Oder du kommst ins Zuchthaus. Mit wahrscheinlich 10 Jahre bei Wasser und Brot, anschließend die Sicherheitsverwahrung. Gell? So, Schatz, da nämlich aus, gell? Aber jetzt wollen sie es ja bei uns wahrscheinlich auch machen. Ich schätze, dass sie es bei uns auch machen, gell? Weil es geht ja nicht, dass sie bloß die Österreicher zum Deppen machen, gell? Weil die größten Deppen sind ja immer nur wir in Bayern, nicht so. Aber ich bezahle nicht. Das sage ich ihnen, da beschreite ich den Rechtsweg, gell? Da gehe ich bis vor das Verfassungsgericht, bis vor das jüngste Gericht gehe ich da. So schaut es nämlich aus. Die verklage ich auf Schadenersatz, die verklage ich auf jeden Pfennig, der in dieser Welt im Umlauf ist, den mache ich fertig, gell? Die haben bloß ein Glück, haben die, gell? Und zwar, dass ich gar kein Auto habe.